Ich warte jetzt hier eh eigentlich nur darauf, dass genug Chips hergestellt werden, damit ich mir Solarzellen bauen kann. Das heißt, in der Zwischenzeit könnte ich theoretisch die Steam Engines auslagern. Ich könnte die von hier nach da packen. Aber was ändert das? Gar nichts. Nee, okay. Wie wäre hier? Hier sollte der Bahnhof hin, ne? Ja, Bahnhof. Das sollte ich auch irgendwann mal anfangen, sonst wird das nichts. Aber ich denke nicht, dass er so viel Platz brauchen wird. Also hier, den Block. Da könnten wir Steam Engines hinhauen. Also, ja, sie sind hässlich, ja, sie verbrauchen Kohle. Aber mit den Robotern können sie das hinhauen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen keinen Chips dafür, richtig? Nö. Eisen, Eisen, noch mehr Eisen, Sachen aus noch mehr Eisen. Gut. Boah, Steine. Gib mir bitte 100 Steine. Wir werden keinen Steinsammler haben. Also hau bitte hier. Obwohl, das ist den zukünftigen Steam Engines im Weg. Wobei, das werden eh nur 4 an der Reihe sein. Ja, komm, bauen wir hier hin. Ich hätte gerne davon einen. Hätte ich hier gerne eine Passive Provider Chest, die nur mich befüttert mit Steinen. Dankeschön. So, also wir brauchen ganz viele Boiler, wir brauchen ganz viele Steam Engines, wir brauchen ein paar Pumpen. Also eine Pumpe, 4 Boiler, 4 Engines. Glaube ich. Testen wir mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 3. 4. Und die fange ich hier an. Also hier ist unsere Grenze, damit es einigermaßen gleichmäßig aussieht. Und ich hätte gerne moderne Strommasten. Dankeschön. So, eine Pumpe. So. Wir haben keine Rohre. Davon bräuchte ich ein paar. Dahin. Dahin. Du kannst aus der Hotleiste raus. So. Da lang, da lang. Unterirdisch. Auf Höhe der Strommasten kommen die raus. Dann kommen 4 Boiler. 1, 2, 3, 4. Strommast. Dann gehen sie wieder runter, kommen wieder auf Höhe der Strommasten raus und dann kommen die Steam Engines. Das hört sich nach einem einigermaßen okayen Muster an. Wir brauchen hier noch ein paar Strommasten. Bau, bau. Weg. 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 Muster, Muster. So. Geht sich das auf? Mit der Befüllung meine ich gerade. Also, wir hier eine Steam Engine haben und da eine Steam Engine. Nee, ist kein Platz. Okay, weg, weg. Das muss mittig gemacht werden. Also, hier. 2. Weg, 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 weg. Da, 3, 4. Hier Untergrund. Da Obergrund. Hier verbinden. Oh ne, wir müssen die Boiler noch hinbauen irgendwo. So. Normales Rohr. 1, 2, 3, 4. Naja. Geht so, was Schönheit angeht. Aber ist okay. Jetzt bräuchten wir 4 Requester-Chests. 3 haben wir nur. Oh, und das ist gar nicht innerhalb des Roboports-Bereichs. Nein! Nicht schön. Gar nicht schön. Weil wenn ich jetzt noch einen Roboport aufstelle, haben wir noch mehr Energieprobleme. Okay, das war eine doofe Idee.
Weg, weg, weg. Weg. So. Und es ist wieder zappenduster. Sieht zwar doof aus, aber ich muss mich kurz mal umgucken. Hier ist wirklich nicht genug Platz. Also nicht für viel. Könnten aber eine kleine Aktion hier machen, dass wir wenigstens ein bisschen mehr Strom haben. Vor allem auch Nachtstrom. Okay, also wir machen das Muster hier nochmal. Wir hätten gerne erstmal mehr Strommasten. So, so, so. So. Nacht ist schon wieder rum, warum auch immer. Dann hätten wir gerne mittig, mittig. Oh, es sind nur drei hier in einer Reihe. Okay. Dann kommt hier Wasser runter, da kommt Wasser raus. Hier kommen die Boiler hin. Boiler. 1, 2, 3, 4. Das ist auch im Roboport-Bereich, ne? Ja, ist es. Ganz knapp. Okay. Pumpe. Pumpe. Wasser runter, Wasser hoch. Requester Chest, Requester Chest, Requester Chest. Kohle. 100 Stück. Kohle. 100 Stück. Die Roboter fliegen schon los. Sehr gut. Kohle. 100 Stück. Bitte funktioniere so. Achso, und Ärmchen. Ärmchen wären auch noch eine Idee. So. Jo, läuft an, läuft an. Und eigentlich brauchen wir nur drei. Denke ich. Für drei Dinger da. Gucken wir. Temperatur 70, Temperatur 80. Hallo? Ne, wir brauchen vier. Okay. Das heißt, du musst da und du musst da hin. Ich habe immer noch keinen Stahl bekommen. Ja, ich bekomme Eisen, ich bekomme Chips. Ich brauche aber Stahl. So oder so müsste Strom gut aussehen. Ja. Sehr schön. Akkus sind voll. Das heißt, wir können unsere Akkus, die wir jetzt noch haben, gleich noch hinsetzen. Wir können regelmäßig neue Solarzellen bauen. Und wir bauen hier noch 1, 2, 3. Ja, noch drei von diesen Komplexen hin. Die halt nicht so super toll sind. Was halt Optik angeht und so weiter. Und eigentlich wollten wir keine Steam Engines mehr. Aber sie sind einfach irre kräftig, was die Leistung angeht. Ja, also, wir klauen uns jetzt irgendwo Stahl. Bauen die nächste Requester Chest. Bauen die ganzen Steam Engines. Bauen das Stromnetzwerk weiter aus. Und da können wir bald wieder von der Stromeffektivität weg hin zu mehr produzieren. Weil das ist eigentlich Sinn des Ganzen. Wir würden gerne mehr produzieren. Das können wir nur gerade nicht. So, ganz viel Stahl. Gib mir 1, 2, 3, 4, 5 Requester Chests. Und gib mir... Dim, 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 dim. 10, 11, 12 Boiler. 3 Offshore Pumps. Und 6 davon. Und ich brauche Eisenplatten. So. Ja, und Steine, danke. So, das sollte schon reichen. Das heißt, hier lang, da lang. Oh, warte mal, wo wir schon mal hier sind und ich es gerade sehe. Gib mir die vollen Akkus, mach sie leer. Und mach hier ein gewisses neues Muster. Ups. So. Weg. Weg. So. Nur mal schon so einen kleinen Grundstein gelegt für später. Dass ich mich daran erinnere, dass wir das eigentlich so machen wollen jetzt. Gut. Wir brauchen Strom. Da. Und da. Und da. Und nicht da. Da. Dann brauchen wir ganz viele Pumpen, die an der richtigen Stelle stehen müssen, was komisch ist wegen dem Boden hier. Das müssen wir gleich ein bisschen umlenken. Brauchen wir bestimmt wieder Rohre. Ja.
Untergrunddinger brauchen wir nicht. Fabriken brauchen wir nicht. Chemiefabriken brauchen wir nicht. Tesla-Türme brauchen wir nicht. Rohre brauchen wir. So, hier schaut's gut aus. Rohr runter, Rohr hoch. Rohr runter, Rohr hoch. 1, 2, 3 Dimensions. So, so. Boiler bräuchtest du jetzt noch. 1, 2, 3, 4. Und die Kisten. Wo sind die Kisten? Da sind die Kisten. 1, 2, 3, 4. Irks ist wieder alles grün. Kohle 100 Stück. Ärmchen schon mal hinsetzen, hat das ein, zwei Dinger da schon anfangen können zu arbeiten, während der Rest eingestellt wird. So. Und jetzt müssen wir bald nachts sogar volle Akkus haben, weil alles komplett über die Steam Engines geregelt wird. Mal gucken, ob unsere Kohleproduktion hinterherkommt, aber es sollte eigentlich hinhauen. So, Consumption ist voll. Produktion ist bei 12 Megawatt. 13 Megawatt. Es wird ein bisschen was rausgezogen, aber nicht viel. Okay. Wenn die anderen beiden stehen, haben wir absolut kein Problem mehr. Gut, gut, gut. Also beim momentanen Energieverbrauch, ne? Immer schön bedenken. Sobald wir die grünen Module rausnehmen und da auch nur ein einziges blaues Modul reinhauen in so einen Schmelzofen, haben wir wieder Riesenprobleme. Das ist halt nicht so schön. So, mittig von da. Falsch rum. Von da nach da. Wasser. Von da nach da. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 Boiler. Oh, fehlt einer. Hab ich inzwischen. Fehlt keiner. Requester Chests fehlen. Dafür fehlt wieder Stahl. Na gut, Mobs nehmen uns den Stahl. Ich bin einfach nur froh, dass wir genug Energie haben. Das heißt, es dürfte jetzt vorerst keine Krise mehr kommen, was Energie angeht. Außer wir bauen wieder irgendwas Krasses um. Und wir können uns voll und ganz darauf konzentrieren, die Sachen nach und nach so umzubauen, dass es einfach alles schneller läuft. Zum Beispiel, also schneller läuft und besser aussieht. Zum Beispiel das ganze Friemelzeug hier weg und einfach nur eine Fabrik, eine schnelle Fabrik, die Zahnräder herstellt. Reicht das? Vielleicht zwei. Aber dann halt alles mit Kisten und Robotern. Ähnlich wie hier. Das sieht richtig schick aus. So, aber ich wollte mir irgendwo Stahl klauen. Das schaut gut aus. Ein Stahl. Yay. Da ist Plastik. Hier ist Eisen. Ich sehe gar keinen Stahl irgendwo. Bla, doch hier. 10 Stück. Das ist wenig. Eisen, Eisen. Hier ist Stahl. Hier weg, Fließband. Ah, 100 Stahl, sehr schön. 1, 2, 3, 4 Requester Chests. Und ein paar Solarzellen, wo ich gerade mal hier in der Nähe bin. Einfach nur so als Zukunftsprojekt. Denn Steam Engines sollen später alle weg. Das muss irgendwie gehen. Habe ich noch irgendwelche Akkus dabei, die ich setzen könnte? Nö. Wir können 20 neue bauen. Aber pff. Muss nicht sein. So, du kannst auch weg. Kohle hier ist okay. Darum, darum, darum. Achso, hier fehlt auch noch eine Requester Chest. Du, da. 100 Kohle bitte. So. 1, 2, 3, 4. 100 Kohle. Und dann gucke ich gleich mal in die Passive Provider Chests von der Kohle. Ob man da schon irgendwas ablesen kann, ob das hier ein Problem verursacht oder nicht. 100. So.
Weil das wäre dann wieder jetzt so ein Holo. Nee, was? Ein GAU. Genau, größter anzunehmender Unfall. Wo kommt gerade die Kohle her? Yeah. Da kommt die Kohle her. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ich hätte gerne hier. Da. Genau. Eine Passive Provider Chest. Dann hätte ich gerne noch einen da. Da noch einen davon und noch eine Passive Provider Chest. Wo da? Gut. Die haben nämlich gerade unsere Vorräte leer gesaugt. Und wenn die Vorräte leer gewesen wären, dann wären die ganzen neuen Steam Engines unten ausgefallen und wir hätten wieder ein Problem. Was ist mit dir? Du hast sehr viel Zeug drin. Wollen wir eine Passive Provider Chest aus dir machen? Spricht da was gegen? Ich glaube nicht. Vor allem habe ich eine schöne Idee. Wir machen hier eine Passive Provider. Ah, es ist nicht drin im Dingensbereich. Okay, wir machen. Mist. Geh weg. Ich brauche Fließbänder.